Hendrik Thul, Glückwunsch zum Punktgewinn am Ende, ja, das 1:1, was noch erzielt wurde. Wie fällt dein Fazit zum Spiel aus? Wie zufrieden bist du am Ende mit dem, ja, Punktgewinn? Ja, ich glaube, es dauert noch ein paar Stunden, bis ich das akzeptieren kann, 1:1. Weil ich glaube, wir hatten noch die Chancen, um hier mit 3 Punkten vom Platz zu gehen. So ist es nur einer. Aber am Ende müssen wir uns damit zufrieden geben. Und ich glaube, wenn wir die Woche der Spiele analysieren, glaube ich, können wir damit auch zufrieden sein. Wenn du beide Hälften miteinander vergleichst, erste Hälfte von den Spielanteilen her und vom Spielaufbau her noch strukturierter als in der zweiten Hälfte, als mehr Hektik, als mehr Zerfahrenheit drin war, oder wie würdest du das beurteilen? Ja klar, natürlich, weil es 1:0 stand, mussten wir ein bisschen aufmachen, mussten ein bisschen mehr Druck ausüben, haben das auch natürlich versucht, aber es war, wie ich gerade schon gesagt habe, ein kampfbetontes Spiel, waren viele Fouls, viele kleine Fouls, viele gelbe Karten und dann muss man mit dem 1:1 klar leben. Das erste Pflichtspiel ja auch im neuen Jahr, ist das auch Mut für die nächsten Aufgaben? Ja, auf jeden Fall. Kommen jetzt spannende Wochen. Malberg, auch ein ganz schwieriger Gegner, die daheim. Und dann schon Pokal. Und ich glaube, im Pokal ist dieses Jahr vielleicht ein bisschen mehr möglich als letztes Jahr. Und darauf fokussieren wir uns jetzt. Und wir müssen einfach Bock drauf haben. Wie sehr leidet man als Spieler auch mit, wenn der Krankenwagenzimmer kommen muss und gerade mit Janik Jürgen sei nicht so gut aus? Wie kann man umschalten? Das ist natürlich schade. Sowas will man nicht gerne sehen, gerade auch als Spieler. Gute Besserung an beide, an Erik und an Janik. Ich habe gehört, Janik hat heute Geburtstag, ist natürlich nochmal umso bitterer. Aber von mir aus die besten Genesungswünsche an beide.